Ich habe einen Felsen weggesprengt, weil der mich gestört hat und ich da eine Plattform hinbauen möchte. Es sieht nämlich scheiße aus. Der sieht aus wie ein Hundekötel, der Felsen. Deswegen gesagt, muss der sterben. Denn es ist ein Hundekötelfelsen. So, jetzt aber. Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi, meine lieben Nemos, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Satisfactory mit den. Naja, mit einem der Los Pros und mir plus einem, der kein Los Pros ist, aber Potenzial dazu hat, dem Centaur. Hallo. Mit dem einen anderen der Los Pros, dieser andere Gamer, auch als DAG bekannt. Los Bros. Los Pros! Oh, falsches Und Let's Play. mit meiner Wenigkeit, dem Nobody. Du. Who are you? I'm nobody. Und Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, wir hatten gerade Spaß mit Förderbändern. Neues Format für Sheldon Cooper, Spaß mit Förderbändern. Yay. Und wlup, ich gehe mal wieder hoch. Gucken wir mal an, was hier so noch passiert. Wir sind an allen Ecken am Upgraden. DAG macht alles schön. Und ich bin gerade echt überfordert mit, was schon geupgradet ist, was noch nicht. Oh, teilweise habe ich echt das Gefühl, dass der Wurm drin ist und schon geupgradete Sachen trotzdem als nicht geupgradet erkannt werden. Ja. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber wir müssten auch einen Plus jetzt in der Produktion spüren. Es müsste deutlich schneller abgehen. Was ist das? Was ist das? Das ist aber komisch Was denn hier losgeht? zum Upgraden, Leute. Das ist komisch. So, ja, ich habe ja mal ein bisschen hier vorne ein bisschen Platz geschaffen. Das heißt, hier ist mal wieder ein bisschen freier. Hier steht nicht mehr alles so voll. Und habe mal die Zementproduktion nach hier oben verlagert. Ein kleines Gebäude, beziehungsweise einen kleinen Käfig hier hingebaut. Toll, Freiheit. Du raubst die Freiheit. Ja, nur die schlechten Sachen sind weggesperrt. Die Oh, guten dürfen frei sein. Also wir. jetzt urteilt er, was gut und schlecht ist. Genau. Boom. Ich böser Bub. Genau. Alter, warum haben wir ja eigentlich so viel Workshops stehen? Weil es gab mal eine Zeit, da waren wir mehr Leute und wir haben parallel an Sachen herumgeklöppelt. Ja, manch einer klöppelte gerne herum Wir und haben nahm alle es direkt in die Hand. gerne rumgeklöppelt. Genau, wir sind nämlich die Klöppler. Wir arbeiten auch So. für Harald. Klöppler von Notre Dame oder wie? Wir arbeiten für Harald Klöppler. Die Klöppler Ich von glaube Notre heute. Dame. Ja, genau, von Notre Dame. Ich glaube, heute weiß keiner mehr, wer der Klöckner von Notre Dame ist. Quasimodo! Wer immer geschrien hat oder gerufen hat, Esmeralda! What he is talking Lumbe. about? Lumbe. Ich habe es nie Süß. gesehen, ehrlich gesagt. Naja, ich teils. Aber ich muss sagen, ich habe noch Notre Dame erlebt in echt. Ja, ich auch, war auch mal da. Es war Okay. noch zur Zeit, bevor es da Fuckeli Fuck gemacht hat und so ein paar Vollpfosten noch das hier beklatscht haben. Na gut, das sind Deppen hoscht immer. Naja. Deppen gibt's immer. Deppen, Ja. Deppen. Aber was soll's. Sind wir dann. Ist es passiert, muss man halt mitleben. Und ich Komm sag halt. so, das ist nicht das einzige, die einzige Kirche oder Kathedrale, wo in dem Jahr abgefackelt wurde. So. So. Also, was lernen wir Oder daraus? abgefackelt oder abgefackelt ist, besser gesagt. Baut demnächst eure Kirchen und Kathedralen aus Materialien, die nicht brennen. So. Das ist die Xento-Weisheit. Ja. Centus Weisheit. Bau es aus Unbrennium. Geil. Unobrennium. Nobody, kannst dich noch daran erinnern, wo wir unterwegs sind und diese Bauxitquelle gefunden haben und dann so richtig viele Stacks Bauxit mitgenommen Ja. haben? Die sind alle noch hier drin, die haben wir gar nicht gebraucht. Ja, das weiß ich. Weißt du noch damals, wo wir Obwohl doch, zusammen ein waren? bisschen. Ja, Ein bisschen haben wir. wenig, ja. Damals, als wir zusammen waren und Und Schwänzchen gehalten haben, Händchen gehalten haben. Und mit dem Bauxit Spaß gehabt haben. Oh, mir fällt gerade was Genau. ein.
Muss ich jetzt mal nachgucken gehen. Warum sie ein Loch? Achso, das habe ich selber gemacht. Liebe Kinder, das ist ein neues Pokémon. Das ist ein FSK 18 Pokémon. Loch Pokémon. Das Fummelluft. Oh. Ja, toll, super. Nee, ist gut. Hör auf, Gehirn. Wir wollen über solche Sachen nicht reden. Sind böse. Okay, gut. Diese bösen Gedanken immer. Wir sehen können, es geht noch genauso wie vor 2 Tagen weiter. Unser Humor ist nicht minder, sondern mehr, besser. Ja. Es wird immer schlimmer. Ja, das sind diese Signalseuche. Was haben wir erreicht? Keine Ahnung. Radiosignalscanning können wir machen, dass wir die Fracks finden können. Super. Und das weiß ich nicht, was es bringt. Achso. Was war das? Habe ich jetzt nicht was gesehen. Was hast du jetzt gerezeptiert? Radio Control Unit. Okay, ja, die werden wir dazu brauchen halt. Okay. Dinge. Und einen Radar-Tower kann ich auch gleich noch machen. Ein Radar-Tower. Radar-Tower. Das ist die neue Zeiteinheit, die Radar-Tower. Radar-Tower. Kann es jetzt sein, dass man den Supercomputer da irgendwie... Ah, den muss man bei der MEM freischalten. Oh. Nicht? Doch. Warte, gucke ich gleich mal. Oh nein. Da brauchen wir ja Sachen, die wir noch nicht gebaut haben bisher. Wir brauchen ja diese Limiter, ne? AI-Limiter. Limiter und Pimeter und Pimmeler. Was wir aber machen können ist, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, diese Konnektoren, die können wir auf jeden Fall schon produzieren, da haben wir alles für. So eine Produktionslinie bauen. Ja. Warum kann ich die Kuh? Achso, deswegen. Ich weiß nicht, warum du die Kuh nicht kannst. Muss mal lernen, die Kuh zu können. Oh ja, stimmt. 50 AI-Limiter brauchen wir. AI-Limiter? AI-Limiter. Konnektoren. Ja, er hat's doch auf Englisch. Er ist ja zu fein für die deutsche Sprache. 23 kann ich machen. Dann. Mach mal. Was braucht man denn für die Mistdinger? Was erforschen wir denn hier gerade? Kupferblech und Turbodraht brauchen wir. Kupferblech und Turbodraht. Draht erforschen wir gar nichts, glaube ich. Kupferblech und Turbodraht. Aber wenn wir Glück haben, nee, passt das? Wie viel Turbodraht frisst das denn? Nee, es passt nicht. Weiß ich nicht. Also wir haben genug Turbodraht. Ja, das sowieso. Weil dieses Katerium ist ja ungefähr so selten wie Dreck auf der Straße. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch was? Die Container sind, glaube ich... Ne, die sind voll. Katerium. Ach Mensch, ist alles Moppelkotze. Okay, ich habe 11, 12. Wie kann ich machen? Was brauchst du? KI-Begrenzer oder was brauchst du? KI-Begrenzer brauchen 5 Kupferblech und 20 Turbodraht. Hm. Turbodraht gibt's ja, KI-Begrenzer beschaffe ich dir gerade. Achso, mache ich auch gerade. Ich habe jetzt schon 25. Okay, dann ist gut. Wie viel hast du? Ich hätte jetzt gekauft. Achso, nee, brauchst du nicht kaufen. Ich kann die ganz easy craften. Gut, dann will ich mal was anderes machen und sagen, hier Leute, ich spendiere mal noch eine Runde Fundamente. Was für Fundamente? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe eigentlich Fundamente hier. Das ist gut. Wagen. Der braucht... Alles kaufen. So, jetzt. Super, toll. Ach so, die Ecken. Wow, danke. Die haben wir gebraucht. Ich weiß. Ecki, Patan. Konntet euch kein Leben ohne die Ecken vorstellen. Ich weiß. Ach, der Joghurt mit der Ecke. Der Ecke mit was drin. Das dann ist ja kaum Werbung, aber gut. Lalalala. Überhaupt noch? Ja, bestimmt. So, dann mache ich auch noch 28. Was? KI, Schallenser. Okay, dann habe ich jetzt umsonst Material eingeholt. Ich habe 25, also die reichen die. Dann brauchen wir noch...
diese High-Speed-Konnektoren. Die brauchen Turbodraht, Kabel, Platinen. Platinen. Oh. Kann ich aber alles machen hier. Hab alles ja. Da. Platinen sind halt wieder der Engpass, ne? Nee, wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10 Stacks. Okay. Platine, Platine, Sonne, Mond und Sterne. Tine, die Hitler. Tine Hitler? Weißt du, da war eben vorhin irgendjemand, der gesagt hat, keine politischen Themen, ne? Nein, keine politischen Themen, das war ja nur ein Witz. Ja, ja. Das sieht wahrscheinlich Tine Hitler jetzt anders. Xentor, ich bitte dich jetzt ernsthaft wiederholen, was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Sie hat einer gewissen Einrichtungsexpertin einen Oberlippenbart verpasst. Gut umschrieben. Krass. Und danach kommt das braune Innendekor kurz zur Geltung. Doch. So, ja, ja. Ich raus, Flipper. Ich habe nicht meine Lieblingsfarbe. Nein. Ich habe nicht mein Lieblingsbraun. Ach ja. So, wo ist er denn nun? Da rennt er. Warte, ich will dir doch deine KI, deine KI-Dinger geben, deine KI-Kinder da. Ich will dir KI-Dings. Ich will es dir geben. KI- ja, toll. Super, jetzt habe ich hier. Für mich läuft es jetzt gegen die Hauswand. Das ist immer faszinierend. Also, ich stehe vor dem Rohr zu, runter zum Lager. Okay, für mich stehst du an der Wand gegen, auf der anderen Seite des Geländes. Ach so. Ich bleib hier stehen einfach. Das ist Raumkrümmung, liebe Kinder. Da. Oh, danke. Das ist einfach nur Let's Play. Das ist alles grob. Das hat mit der Portal Gun zu tun und so. Schnellen Draht brauche ich noch. Schnellen Draht. Seht ihr, wenn ihr gut in Mathe seid in der Schule, dann könnt ihr sowas. Genau. Der schnelle Draht, den kriegt man, wenn man zu viele Bohnen gegessen hat. Oder alte Eier. Okay, unsere Themen werden echt. Yay! Ich drücke es mal in den Worten aus. Unsere Themen sind sehr mannigfaltig. Mannigfaltig. Ja. Wir, was? Achso, die wird von dem vom unsichtbaren Duck verwendet, die Werkbank. Ja. Da, obwohl du da standest. Bei mir war es umgedreht, da standest du davor und ich dachte, du verwendest die, aber warst halt nicht da. Ich darf ja nicht, der Duck, der benutzt die. Weißt du, ich habe jetzt gerade abgebotzt, das haben wir die nie doppelt gebraucht. Und jetzt, auf einmal brauchen wir die, ne? Als ob man es hätte sich denken können. Unfassbar. Okay, jetzt kannst du ran. Oder baust du eine neue? Ich dachte, hast du das gehört? Er lässt dich ran. Ja. Nimmst du das auch mit deiner Cam auf? Ja, warum nicht? Genau, wir machen nämlich ganz wilde Sachen. Schaltet jetzt zu DAG, wenn ihr ihn mit Centaur sehen wollt, wie da sie flupp, wilde da Sachen flupp, da fluppt er in das Rohr und das macht dann lustige Hamster-Einsauggeräusche. Flupp, 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 flupp. Wenn wir uns dann auch neben den komischen Wassertank stellen, dann macht er auch noch komische andere nasse Geräusche. Ui. Lala. Okay, an dieser Stelle bin ich das letzte Mal für heute. Das ist auch sogar mir zu bunt. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sind wir schon durch? Nein. Schade. Das hast du gesagt. Der Tank ist wieder voll. Oh, ich lass mal Wasser ab. Oh, immer dieser volle Tank. Oh, das hat sich gut angefühlt, ja, das hat so schön geblubbert, ja. Fühlt euch wohl zusammen. Das hat so schön geblubbert. Das blubbert unten raus. Ajo, ja, das gitzelt so schön, wenn das blubbert. Daher kommt das Lied Blubber. Leute, ein epischer Moment. Für diese Staffel Satisfactory. Blubbern? Achso. Yay, wir haben einen Supercomputer, toll. Und jetzt schauen wir uns an, was sie kosten und kriegen das Kotzen.
Super Kompuff da braucht. Wo ist er denn, der Scheiß? Man braucht Scheiße. Wo ist denn der Kack-Computer? Super, super. Super, super, super Korb. Der braucht 28. Film mit Terence Hill. Und den fand ich gut. Ja. Zwei Computer, so, zwei KI-Limiter, drei Highspeed-Anschlüsse und 28 Plastik. Oi, Plastik. Ja, das, was wir eh schon immer noch zu wenig haben. Aber es müsste schon mal schneller laufen mittlerweile. Ja, aber immer noch nicht schnell genug. Müsste noch mal doppelt so schnell laufen. Es geht alles eh nie schnell genug. Ja, 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 das war damals noch eine Zeit mit der Supercop, Junge. Ja, das war geil, ja. Als Kind habe ich das, das war unter anderem einer meiner Lieblingsfilme, unter anderem auch ein anderer Terence Hill Film. Nobody. Welcher Film könnte mich für den Nickname inspiriert haben? Hm. Ja, gut. Nö, also wie gesagt, nö, denn das war auch, den habe ich auch ganz gern gemocht. Den Hobby gemocht. Ich muss sagen, die Plastikcontainer im Lager unten sind komplett voll. Das heißt, alles, was wir produzieren, geht tatsächlich weg. Also. Aber es ist immer noch zu langsam. Boah, dann müssten wir da mal 10 oder 20 solche Ölraffinerien dafür hinstellen. Ja, scheinbar schon irgendwie. Ich weiß es auch nicht, wie wir das noch beschleunigen können. Gibt es nicht irgendein Alternativrezept für Plastik? Da müssten wir Container finden. Gucken. Wir können bald auch hier bessere Pumpen machen, ne? Bessere Pumpen, jetzt neu, von Pump Donalds. Genau, bessere Sexpumpen. Nee, also wie gesagt, Plastik ist echt ein Engpass, weil wir brauchen es für die Platinen, wir brauchen es für die Kanister, wir brauchen es für alles. Sau. Aber kann nicht mal einer hier im Meer fischen gehen, da gibt es genug Plastik, gibt es ganze Inseln von. Captain Plastik. Ja, ich habe einen Plastikfisch gefangen, Captain. Lecker. Gibt es Plastikstäbchen? Da gibt es noch panierte, aus Plastik panierte Stäbchen. Lustig, knusprig. Lustig, knusprig, frisch gemacht, wird dann in die Hose gemacht. So. Okay, bei dir geht ziemlich viel in die Hose, merke ich. Ja, das ist halt hosengeil. So. Bei mir ist ein bisschen so back to the roots gerade, Alter. Ich stehe an der Workbench und knüppel rum. Geil. Ja, und ich stehe wie noch vor einer anderen Folge zuvor wieder hier mittendrin und upgrade einfach alle Förderbänder, die ich sehe. Liebe Kinder, das sind die Abenteuer von Knüppeldi und Nobody. Kam Knüppeldi zu Nobody. Und Knüppeldi und Nobody gingen nach Hause. Genau. Knüppeldi und Frederik. Knüppeldi und Knüppel den. Knüppeldi und Knüppel da. Wir knüppeln alle, juhu, ja, ja. Mit 20 Anschlägen pro Minute. Oh je. 20? Turbo-Knüppeln, Junge, 120. Turbo-Knüppeln, oh geil. Mit gemahlenen Schlümpfen. Da schlüpfte mal einen hier richtig ab. Gargamel hat die Schlümpfe nicht gefangen, weil er Gold machen wollte. Das war nur die Ausrede. Ja, die Schlümpfe wussten, wie geschlumpft wird. Ja, ja, ne? Oder was habt ihr gedacht, woraus Viagra ist? Aus Schlumpfpulver. Aus gemahlenen Schlümpfen. Genau. Gargamel hat überlebt. Deswegen ist es auch blau. Gargamel hat sein Imperium darauf aufgebaut. Genau. Der ist jetzt reich und versteckt sich. Toll, genau. Ich stelle mir jetzt Gargamel als so Mischung aus Drogendealer und Zuhälter. Weißt du, wie sie auf den Sitz mit so. Ja, ja. So wie der, so wie der Playboy-Typ. So. Da ist auch voll die Gargamel-Villa hier. Hey, Leute, ich hab die Schnauze voll mit Upgraden von Förderbändern, ich kann nicht mehr. Ja, mach was anderes. Hast sie verdient. Date ja. Was anderes ab. Okay, ich date ab. Date-Man. So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Die Ressourcen müssen noch schon schneller reinkommen, oder? Ressourcen. Ressourcen? Was machst du denn hier schon wieder? Was wäre? Hahaha, wir sind wieder mal Mr. Witzig, ja? Hier unten bei den Containern.
Geh wieder Förderbänder updaten, dann machst du wenigstens keinen Quatsch. DLG, du bist doch bei mir. Ich weiß nicht, ob du wirklich da bist. Ich stehe vor dir. Ja, jetzt auf einmal, ja. Da. Ich würde, wenn er wirklich vor dir steht, würde ich aufpassen. Ja, er hat mich auch schon wieder geschlagen in dem Moment, wo er gesagt hat, er steht vor mir. Genau. Ja, weil du mir nicht geglaubt hast, ich hab's dir gezeigt. Ich hab's dir gezeigt, genau. Das ist Machtausnutzung. Ja, natürlich. Passt mal einmal nicht auf, dann tut er einem den Boden und den Füßen weghauen. Ja, so langsam werden die kleinen Containerchen. Naja, ich hätte gesagt, schon die voll. Die kleinen Container schon, die werden. Die schweren Rahmen sind aber. Habt ihr gerade schwere Rahmen rausgeholt? Na ja, aber sie reichen immer noch nicht. Wir brauchen alle schwere Rahmen. Nee, weil das Problem ist. Die normalen modularen Rahmen produzieren zu langsam. Das ist der Engpass momentan. Obwohl ich dem schon einen eigenen Manufacturer dran gehängt habe. Ein Manufacturer für die normalen Rahmen? Der braucht doch nur einen Assembler, oder nicht? Ja, aber er ist zu langsam. Trotz dass es Stufe 2 und voll abgedatet ist, produziert er die Dinger immer noch zu lahmarschig. Also mehrere. Kriegt er genug Rohmaterialien? Ja, zumindest läuft er ununterbrochen. Dann könnte man auf jeden Fall noch zweite vielleicht daneben hauen. Da ist schon ein zweiter, der füllt die Container. Da ist schon ein zweiter. Ein zweiter. Nee, warte mal. Also ich habe den, wie gesagt, voll geupdatet und der produziert halt 7,5 pro Minute. Das ist halt nicht viel. Weil für einen schweren Rahmen brauchen wir. Na, da muss ich jetzt wieder irgendwie da hochkommen. So. Eigentlich können wir dieses Let's Play umbenennen in Engpass Factory. Die enge Factory. Also, ein schwerer Dingsbumsrahmen braucht 5 modulare Rahmen. Also wird einer pro Minute produziert. Du merkst, wo das Problem ist, ne? Was war das? Das ist eine gute Frage. Was hast du aufgestellt? Ich hab nichts aufgestellt. Was hast du in die Luft gesprengt? Ich habe einen Felsen weggesprengt, weil der mich gestört hat und ich da eine Plattform hinbauen möchte. Der sieht nämlich scheiße aus. Der sieht aus wie ein Hundekötel, der Felsen. Deswegen gesagt, muss der sterben. Denn es ist ein Hundekötelfelsen. Ach, könnt ihr nicht mal aufhören mit der Diskriminierung von armen, wehrlosen, harmlosen Felsen hier, die sich. Die müssen weg. Inventarplatz vergrößert. Yay. So, wie er immer aus der Röhre rausrappt. Viel mehr können wir nicht machen. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Rahmenproduktion verstärken kann. Die Rahmenproduktion. Wahrscheinlich, wenn ich damit fertig bin, brauchen sie es nicht mehr. Ich glaube, schwere Rahmen brauchen wir eigentlich irgendwie. Ja, ich denke auch. Oh, Rücken. Die ist in der oberen Etage, ne? Jo. Dahinter? Wo ist der Xixaxentor? Der Xixaxentor, der muss sich gerade neuen Sprit holen für seinen Jetpack. Ach, hier sind doch schon zwei. Ja, die reichen aber nicht. Reichen aber nicht. Einer produziert momentan normale Rahmen für die Lagerstätte unten und einer produziert für den Dings da oben. Ich komme mal vor wie Super Mario in der Röhre. B-b-b-b-b. Jetpack. Oh, mir ist warm. Ja, meine Lieben. Xenta wohnt am Äquator, deswegen ist ihm warm. Ach Gott. Nur weil ihr im Kühlschrank hausen wohnt, heißt das noch lange nicht, dass es überall in Deutschland genauso kalt sein muss. Hey, wo hat's denn die schweren Rahmen dafür her? Da waren 7 Stück. So jo. Viele. Ach nee, das war das andere. Nee, ich dachte, du hast an der Mem was gemacht. No man.
Ja, super, jetzt habe ich, jetzt hab ich den Dean von Two and a Half Men im Ohr. Ich habe ja hier Al Bundy hier mit seinem No-Man. Also ich habe jetzt erstmal ein paar modulare Rahmen händisch reingepackt, damit es ein bisschen schneller geht. Okay. Aber das nächste Nadelöhr sind Steelpipes. Der Handy und der Brain. Steelpipes sind auch zu wenig. Steelpipes müssten auch eigentlich recht relativ. Sind zu wenig drin, also kommt zu wenig an. Das ist jetzt das Nadelöhr gerade. Braucht 112,5 die Minute. Warte mal, haben wir noch ein Eisen, eine ungenutzte Eisenquelle? Ich glaube nicht. Wo war das? Wenn du Kretsches Kohledings folgst, dann ein bisschen schräg nach links weitergehst, hast du glaube ich da nochmal Kohle. Eisen. Wenn. Okay. Kretsches langes Kohleförderband da hinten. Kretsches langes Kohleförderband. Jetzt also bei mir ist da keine Kohle drauf, komischerweise. Aber ich glaube, das ist wieder Anzeigefehler. Es ist voller Kohle. Okay. Was willst du jetzt produzieren? Schon wieder dieses komische Forschungskäse-Zeug. Wer will denn das? Ja, die Belohnung ist ein Turbomotor. Dass man die machen kann. Mensch, wir werden richtig produktiv hier. Gefällt mir. Ja, so, wie produziert man diese Suppe da? Ja, das musst du herausfinden. Wieso ich? Du bist unser Hexenmeister. Deine Suppe. Nee, ich hab nur eingespuckt. Ach, ich find's lol, dass jetzt hier die Ventilatoren an der Stelle angebracht sind. Die sind sehr böse angebracht. Wisst ihr, was passiert, liebe Nemos? Das hier, man wird weggebounced. Wenn man mit dem Jetpack also hier vorbeifliegt, oh, genau wie da hinten, und ahnungslos ist, dann kann's passieren. Whoop! Bis man dann schnallt, was los ist, ist man ja im Nirvana. Durch Multiplayer funktioniert das halt leider nur bei dir als Host, sondern bei uns geht das nicht. Genau. Wir backen da drin nur fest. Für mich tun sich nicht mal die Windräder gescheit drehen. Nee, die haben da einen epileptischen Anfall. Ja. Boah, hier, dieser faule Hund hat noch nicht einen Turmhalter gebaut, ne? Wir müssen uns mal alle drei bei dem beschweren. Okay. Ich glaube, das bleibt eine ewige Baustelle. Tommy. Ich habe jetzt beschlossen, es bleibt Baustelle. Na gut, liebe Nemos, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ihr habt einen Bandwurm bekommen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, beschwert euch bei Nobody. Genau. Wenn ihr mehr Action mit Förderbändern sehen wollt, dann schaut bei mir vorbei, auf jeden Fall. Nein, Scherz beiseite, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Tipps, Vorschläge habt, her damit. Ihr wisst, die sind immer willkommen. Vielleicht haben wir auch mal einen kleinen netten Plausch. Who knows? Schaut auch bei DAG auf jeden Fall vorbei. Ja. Lasst ihm ein Abo da, einen Daumen nach oben. Natürlich freue ich mich auch über dieselben Sachen. Ne? Vielen Dank an Xentor, vielen Dank an DAG. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Und was? Ja, wollte ich mich anschließen, ja. See you later, Alligator. Bye bye. Ciao. In a wild crocodile.